Wie nennt die Kirche diese Zeit? Die Kirche nennt diese Zeit mit so vielen Namen, die bedeutungsvoll sind oder die uns einfach Dimensionen und Perspektive dieser Fastenzeit zeigen. Zum Beispiel Abuna Dawud Lam'i hat einmal gesagt, das ist der Honeymoon der Beziehung mit Gott. Oder auf Arabisch Shahr al-Asal oder Shahrin al-Asal, nur fast 2 Monate. Und das zeigt eigentlich, dass wir auf diese Beziehung konzentrieren, okay? Wie zu zwei, die einander lieben, die frisch geheiratet, konzentrieren nur auf ihre Beziehung und auf ihre Liebe. Wir wollen einfach nach Gott schauen. Wir wollen nach oben schauen und einfach, ja, also die vielen Beschäftigungen zu reduzieren. So viel wie möglich. Okay? Das ist Nummer 1. Andere Kirchenväter sagten, das ist der Speicherplatz für das ganze Jahr. Also man kann so viele Tugenden, so viel Geduld, so viele Früchte des Heiligen Geistes auch wie möglich speichern, damit man also davon also ernährt ist rund um das Jahr. Aber wie Abuna Pshoy gesagt hat, der beste Name oder Beiname dieser Fastenzeit, das ist so Hochsaison der Reue. Und das ist der Hauptsinn, das Hauptziel, das ist die Reue. Deswegen hat der Herr Jesus Christus heute also betont im Lukas Evangelium 13, wenn ihr nicht die Reue tut, werdet ihr auch ebenso oder genauso auch umkommen. Dass wir die Reue ignorieren, bedeutet einfach unser spiritueller Tod. Und das ist echt ernst und gefährlich, wenn wir das nicht tun. Ich will nur 2 Sachen sagen über die Reue. Die Reue bedeutet für mich, dass ich vor dem Christus so schön erscheinen will. Ein Vers im Buch Hohes Lied, Kapitel 3 und Vers Nummer 6, das ist unvergesslich. Hohes Lied 3 und doppelt so viel 6, okay? Hohes Lied 3, 6. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste? Das ist die Wüste, wo wir leben, okay? Im Vergleich mit dem Himmel, hier ist die Wüste, okay? Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste in Säulen von Rauch, umwölkt von Myrrhe und Weihrauch und von allem Wohlgerüchen des Händlers? So viele Tugenden und vor allem diese Reue. Einmal schickte, es ist eine symbolische Geschichte, schickte Gott so viele Engel, damit sie das Allerkostbarste auf der Erde suchen. Und dann hat einer der Engel gesehen, wie eine kranke Schwester die schwer verletzten kranken Menschen pflegt und hat dadurch eine Infektion bekommen und hat ihren Geist so aufgelegt oder sie ist gestorben. Dann hat er diese Seele genommen und sagte, das ist einfach das Kostbarste. Dann sagt Gott, es gibt etwas Kostbares als das. Sie haben so viel gesucht, aber wegen unserer Zeit am Ende hat einer der Engel eine der Tränen, die von einem reuenden Auge, von einer reuenden Seele genommen und zu Gott oder vor Gott damit erscheinen. Und Gott hat gesagt, das ist das Kostbarste. So diese Reue. Ich will vor Christus, nicht vor irgendjemandem, nicht damit die Menschen oder so sehen, dass ich die Reue mache oder die Beichte regelmäßig praktiziere oder ja, damit Abuna sagte, dass ich also ein guter Mensch bin. Nein, das ist nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel ist, dass ich vor Gott, dass die Beziehung zwischen mir und Gott dadurch
gestärkt ist. Nummer zwei, ich will durch diese Reue dem Christus ähnlich. Wie er gelebt hat, will ich auch leben. Eine Afrikanerin hat den Glauben an Jesus Christus angenommen. Und ihre Familie, große Familie, sind wie Treiben oder so, war damit nicht einverstanden und sie haben sie einfach ausgeschlossen. Sie haben sie weggeschmissen, nur mit ihrem Kleid, nichts mehr. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne nichts einfach. Und Gott hat ihr seine barmherzige Hand gezeigt. Und sie konnte arbeiten und sie konnte Geld verdienen. Und das Erste, das sie getan hat, als sie gehört hat, dass ihre Familie in Not ist, sie hat ihnen geholfen. Und sie haben ihr gefragt, wieso machst du das? Wir haben einfach dich rausgeschmissen. Wieso machst du mit uns so etwas? Und sie sagte, ich mache einfach, was mein Erlöser gemacht hat. Auf dem Kreuz hat er auch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Reue, damit ich vor Christus so schön wie möglich erscheine, und Reue, damit ich Christus ähnlich bin. Das braucht ein Ziel, das braucht eine Mittel, das braucht einen Plan. Also dabei ist der Beichtvater sehr behilflich, dass man schon ja, in seiner Seele ein bisschen tief geht, und das braucht Zeit, das braucht Ruhe, aber es ist schön und es lohnt sich. Ehre sei unser Gott in alle Ewigkeit. Amen.